Der Wettkampftag bei der Hobbytennis-Tour in Kitzbühel ist zu Ende. Wie man im Hintergrund sehen kann, hat leider wieder ein Regen eingesetzt. Allerdings hat das Wetter Gott sei Dank lang genug durchgehalten, dass die Spiele in Going und auch hier in Kirchberg heute durchgebracht werden konnten. Bei mir zum Interview begrüße ich jetzt den Trainer, Sportwart und Platzwart vom TK Kirchberg, den Alexander Erler. Alex, die Hobbytennis-Tour ist jetzt zum dritten Mal hier zu Gast in Kirchberg. Erzähl uns mal, wie die Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Ja, es war, wie gesagt, vor 3 Jahren ist der Klaus zu mir gekommen. Wir haben uns einmal getroffen und haben gesagt, Klaus hat mir erzählt, er will da eine Hobbytour machen im Zuge vom Tennis bei der Home Cup. Mhm. Die Idee war geboren, er hat gesagt, er würde da gerne da in Kirchberg und in Going das Turnier spielen. Und so ist die Zusammenarbeit eigentlich entstanden. Und wie zufrieden bist du mit dem Turnier? Ja, ich sage eigentlich, die Leistungen sind eigentlich ganz toll für die Hobbyspieler. Also wir haben da wirklich wieder tolle Matches gesehen, die 3 Jahre. Und mir kommt vor, heuer im 3. Jahr ist eigentlich noch mehr Steigerung. Also die Qualität für die Spielen ist einfach um einiges besser als die Jahre zuvor. Erzähl uns mal ein bisschen was über deinen Verein. Ja, also unser Verein ist jetzt mittlerweile 45 Jahre alt. Wir haben uns 1969 gegründet. Ich bin mittlerweile seit 1999 da als Trainer tätig, als Platzwart. Und auch zugleich als Sportwart. Wie viele Mitglieder habt ihr hier? Ja, wir sind eigentlich ziemlich ein kleiner Verein. Wir haben so zwischen 60 und 80 Erwachsene als Mitglieder und so zwischen 80 und 100 Jugendliche. 80 bis 100 Jugendliche, ja. Und die betreust alle du? Die betreue eigentlich hauptsächlich ich. Ja. Wie sieht das Training für die aus? Wie häufig trainieren sie? Ja, es ist so, durch das, dass wir da im Skigebiet sind, beginnen wir eigentlich erst Anfang Mai mit dem Training. Ein paar trainieren auch in der Halle, aber hauptsächlich ab Mai. Die trainieren ein- bis zweimal wöchentlich bis Oktober und dann schlaft es eigentlich bei uns ein bisschen ein, weil wir die meisten Spieler dann wieder eigentlich auf Schnee gehen und dann Skifahren über den Winter. Ist das deiner Meinung nach auch die Begründung dafür, dass es momentan auch keine Tiroler Spitzenspieler in dem Sinn gibt? Wenn man jetzt geschaut hat, im Betted Home Cup, alle Österreicher, die im Hauptbewerb waren, waren Niederösterreicher. Ja, ich glaube, das ist sicher auch ein Grund, weil wir da einfach in der Region einfach nicht nur Tennis so als Nummer 1 Sport da haben. Glaube ich, ist das sicher ein Grund auch dafür. Was sagst du zum Hobby-Tennis in Tirol generell? Ja, ich sage eigentlich, das Hobby-Tennis, das ist eigentlich ganz gut in Tirol. Man sieht es auch so bei den Mannschaftsmeisterschaften im Frühjahr oder jetzt auch so, wie jetzt gerade im Moment der Sommercup läuft. Es sind aber mehr Mannschaften, immer mehr Spieler. Also die Begeisterung vom Tennis ist sicher wieder steigend gegenüber Jahre zuvor. Ein Grund, dass man bei euch im Club Tennis begeistert ist, ist vielleicht auch, dass ihr die Zusammenarbeit mit dem Betted Home Cup habt und einige Profispieler heraufkommen trainieren. Wir waren die Woche schon alle da. Ja, zum Beispiel die letzte Woche, der Samstag, war der Dominik Timbau und hat sich 3 Stunden intensiv vorbereitet. Das war eigentlich ganz eine lustige Geschichte. Der Papa, der Wolfgang, hat mich angerufen und hat gesagt, du, gibt es bei euch in der Nähe eigentlich auch irgendwie ein Feld, wo wir uns ein bisschen aufwärmen können. Da sage ich, ja, okay, wir haben da unten im umliegenden Wiese, hätten wir da was mal anbieten können. Dominik Thiem ist gekommen, die Leute haben geschaut, oh, jetzt kommt der Dominik Thiem, jetzt geht der nicht auf den Platz, was macht der? Ja, der ist da ins Feld runtergegangen, hat sich da ein bisschen aufgewärmt, haben Volleyball gespielt, haben da Aufschläge gemacht, 100, 150 Meter. So fest wie er weiter schießen kann, und dann ist er eigentlich erst auf den Platz gegangen und hat da dann 2 Stunden sein Training absolviert. Einer der Gründe, dass die Profispieler vielleicht heraufkommen, ist auch die gute Platzqualität. Man hört auch von den Hobby-Tennis-Spielern immer sehr viel Lob für eure Plätze. Zum Beispiel habe ich gehört, dass sich hier kein Ball verspringt. Du als Platzwart, was ist denn dein Erfolgsgeheimnis, dass das so gut hinhaut? Ja, Erfolgsgeheimnis ist bei einem Sandplatz, dass man wirklich jeden Tag wirklich schauen muss, dass der Platz in der Früh abgezogen wird, mit Besen abgezogen wird, zwischendurch auch wieder die Unebenheiten wieder ausgleichen, und nur so kann man eigentlich eine gute Qualität vom Platz zustande halten. Ja, und der Erfolg gibt dir da recht. Dann bedanke ich mich bei dir für dieses Interview und wünsche dir noch eine schöne Zeit jetzt mit der Hobby-Tennis-Tour. Danke.